Hallo liebe Freunde, gottesreichen Segen wünsche ich euch. Lasst uns auch heute mal über den höchsten Feiertag des Feindes reden, des Satans, der nämlich nächste Woche stattfindet, und zwar Halloween. Also mir, also ich zumindest als wiedergeborener Christ, werde mich an sowas nicht beteiligen. Weil das der höchste Feiertag des Teufels ist. Ja. Und ein Ex-Satanist hat mal gesagt, dass sie immer gesagt haben, dass sie froh sind, dass selbst Christen dieses Halloween begehen. Gerade in Amerika ja viel verbreitet. Und in Amerika gibt es ja sehr viele Christen. Weil selbst dann Christen den Teufel anbeten. Und das fand ich damals, wie ich das gehört habe, sehr, sehr erschreckend. Und deshalb werde ich mich daran in keinster Weise beteiligen. Also bei mir gibt es doch nichts, ja. Könnt ihr klingeln und ihr Sprüchlein da sagen, ja. Ich habe letztes Jahr einfach ein paar Bibeln vor die Haustür gestellt. Ganz einfach. Oder beziehungsweise von meiner Wohnungstür. Werde ich höchstwahrscheinlich dieses Jahr wieder so machen. Und das war dann im Endeffekt. Weil, wenn man die Hintergründe kennt, wenn man sich damit wirklich mal ein bisschen auseinandersetzt, ein Bruder hat mir eine sehr gute Predigt darüber gemacht. Leider habe ich die nicht mehr. Da geht es wirklich darum, dass früher halt nicht Kinder von Haus zu Haus gegangen sind, sondern Schamanen. Und die haben, wenn das Haus bzw. die Familie nicht mindestens ein Kind rausgerückt haben, was dann geopfert worden ist, dem Teufel, auf brutalste Weise, dann wurde die ganze Familie halt auf brutalste Weise. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so sagen darf auf TikTok, ne, dass ich nachher hier noch gesperrt werde. Aber ich denke, jeder kann sich vorstellen, was ich sagen will. Und das sind so die Ursprünge davon, ja. Und wenn die Familien bereit waren, ein Kind zu opfern, haben sie halt einen Kürbis vor die Tür gestellt. Daher kommt dieses Brauchtum mit dem Kürbis, ja. Und ich weiß nicht, ob man das allgemein machen sollte, als Christ schon mal gar nicht, aber allgemein jetzt mal. Oder wollt ihr dem Satan sagen, wenn ihr jetzt Kürbisse vor euer Haus stellt, ja, weil ihr den Hintergründen nicht kennt, sagt ihr dem Satan, ja, wir sind bereit, unsere Kinder zu opfern, dir. Ja. Man muss das auch immer aus der geistigen Welt betrachten, ja, was da, was hier auf der irdischen Welt passiert. Und verschwinden nicht so viele Kinder das ganze Jahr wie an diesem einen Tag. Ja, das war jetzt mal ein ernsteres Video. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen und spielt die Spiele und feiert die Feiertage des Teufels nicht. Maranatha.